Hey ho und willkommen zu Subnautica Below Zero. Lasst euch mit mir in die Tiefe ziehen und am besten vorher noch Abo, Like und Kommentare. Lasst uns mal in die Folge reinstarten. Viel Spaß allerseits. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Okay. Ich habe eine tolle Zeit. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play underwater city. Only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by. Because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry. I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Okay. Sam scheint ja eine nette zu sein. Zusammengetrennt. Okay. David, you'll be happy to know. The frost pack is making excellent progress. I must say, my management style appears to be uniquely well-suited to isolated planets. I miss you, of course, but I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Okay. So, nächster Abschnitt. Da. Ach so, seine Akte. Emanuel des Jardins. Verbindungsperson für Personal- und Kommunikationsangelegenheit. Untersteht Altera-Zentrales, klar. Persönlichkeit. E5, A4, was auch immer das dann bedeuten soll. Fred Legendre. Ja. Dein Bartset gehört jetzt mir. IT, Kurier und Wartungsgeneralist. Okay, Generalist. Berichtet an Emanuel, ist klar. Aktuelles Projekt verschiedene Persönlichkeit. Yeah. Okay. Was auch immer die Buchstaben bedeuten, die sind eine Konstante. Ah, okay.
Anmerkungen und sonstiges. Bedienungsanleitung. Schulung neuer Mitarbeiter. Es wurde empfohlen, alle Schulungen abzuschließen, während sich der Mast im Testmodus befindet. Der Testmodus ist eine voll funktionsfähige, simulierte Version des Live-Modus. Im Testmodus wird die gesamte Kommunikation vom Mast einschließlich Notsignale, Sicherheitswarnungen und Spionageübertragung deaktiviert. Um den Testmodus zu starten, stecken Sie das Testüberbrückungsmodul in den Diagnoseanschluss, wie in der Abbildung links dargestellt. Der Befehl Testmodus aktivieren kann über die Konsole eingegeben werden, sobald das Testüberbrückungsmodul angeschlossen wurde. Okay, ich könnte da die Überwachung abschalten. Ich brauche aber dieses Modul. Statusbericht zur Überwachung, Scan des Sektors 0. Zwei lebende Humanoide geordnet. Nicht autorisierte Konstruktion von Basen und Fahrzeugaktivität festgestellt. Empfehlungen beobachten und auf mögliche Intervention vorbereiten. Interessant. Karte. Ja, da rechts unten ist Omega. Da oben ist wahrscheinlich dann 0. Okay, Missionszentrale, Kommunikation und Logistik ist Delta. Phi ist Ingenieurswesen und Robotik. 0 ist xenobiologische Forschung. Kappa ist Materialaushub. Und Omega ist biologische Forschung geheim. Ja, wo die an dem Virus rumforschen, mit Sicherheit. Okay. Flugbox, Basisinstallation. Mich würde jetzt hart interessieren. Ja, Fremdennotruf. Das. Moment, hier bin ich gerade. Das bleibt auf gelb. Home wird, auf was habe ich denn das gesetzt? Grün ist, glaube ich, nicht so gut zu sehen. Blau erst recht nicht. Ja, eigentlich auch gelb. Moment, wie mache ich denn das am dümmsten? War ich schon, ist grün. Okay, fremdes Notsignal. Die kommen auf rot. Du kommst mit auf gelb. Du kommst mit auf gelb. Gut. Thermoskanne. Isolierflasche für Getränke. Interessant. Titan. Warum Titan? Ach, Metallschrott. Ja, wegen Metallschrott. Alles klar. Dann gibt es immer noch Metallschrott. Lichterstab. Moment. Nicht, dass ich was übersehe. Ja, Mineraldetektor ist klar. Das Seebahn. Thermalklinge. Die sollte ich mir dann schnell mal machen. Ah, da brauche ich die Modifizierungsstation. Okay. Basissegmente. Mehrzweck und Oper. Ja. Mehrzweck immer noch so teuer. Ja. Schrankaquarium Modifikation. Modifikation braucht Diamant. Okay. Jukebox Lautsprecher und Jukebox. Quarz und Kupfer und Deko. Wo nicht alles Deko ist. Der Pfeilhammer ist ganz nützlich, damit nicht Schrott rumliegt. Okay, aber ich habe alles Mögliche. Aber
habe kein Modul. Ich habe kein Testmodul. Wo könnte dieses Testmodul sein? Ich brauche das Testmodul für da oben. Ihr habt das jetzt auch nicht hier hinter versteckt, nein. Ich gucke jetzt noch mal hier rein. Vielleicht habe ich es tatsächlich nur übersehen. Ich sehe tatsächlich nichts in der Hinsicht. Kein Testmodul. Halt. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Okay. Oh. Scannerraum. Sehr gut. Wie konnte ich denn das übersehen? Okay, das ist das Einzige, was mich stört. Ich kann dieses Shot nicht scannen. Hier liegt auch nichts. Da kann ich auch nichts sehen. Halt. Achso, Schnee. Warum leuchtet das da so rot? Werde ich rausfinden, aber nicht jetzt. Ja, klettern. Wärme mich mal bitte auf, danke. Ich will dann noch mal hoch zur Sicherheit gucken. Testüberbrückungsmodul. Es ist aber nicht da. Das Modul ist nicht da. Kann ich noch hoch? Gibt's ja was? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Nichts. Station Delta. Ach, komm.
kommen. Schnee nehmen. Ja, Schnee ist gerade nicht so relevant. Okay. Das heißt jetzt eigentlich, da kriege ich Kupfer, Kupfer. Ich brauche dieses Überbrückungsmodul. Was ist das? Hufeisennuss. Okay. Was auch immer eine Hufeisennuss ist. Das können wir nachschauen. Hufeisennuss. Die ist essbar. Die könnte ich also anbauen. Dafür brauche ich aber ein Außenbeet. Das habe ich jetzt hier aber auch nicht gesehen. Ah ja. Hallo Pingus. Das ist ja quasi auch nur ein Anlegepunkt. Seek fluid intake. Ja, alles gut. Sonst sehe ich aber tatsächlich nichts mehr von Relevanz. Oh, halt. Da könnte etwas von Relevanz sein. Wie komme ich denn da hin? Okay. Oh, tut das dolle weh? Geht so. Ja, ich nehme noch so eine Nuss mit. Ah. Die Nüsse wachsen da dran. Vital signs stabilizing. Nett. Okay, dafür brauche ich aber Innenbeete. Oder eine Base außerhalb. Wo kriege ich bitte Innenbeete her?
Halt mal. Das war ja offensichtlich eine andere Pflanze. Nein, okay. Die auch eine Haltbarkeit? Nein. Okay. Das heißt jetzt erstmal zurück. Kann ja mal wieder her, das ist ja nicht das Problem. Wie viel Platz habe ich noch? 3. Drei Platz. Habe ich noch mal das Glück, Lithium zu kriegen? Nur so ein bisschen. Ah, sieht schlecht aus. Lithium erkennt man immer eigentlich recht gut. New creature discovered. Mineral-rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Oho. Ah, ich sehe schon. Okay, direkt unterm Steg. Okay. Ich will zur Base. Das habe ich nicht gehört und da achte ich jetzt auch nicht drauf. Die Pflanzen sind gut gewachsen. Okay. Ah, traumhaft. Gut. Da muss ich mir gleich was durchschneiden. Welcome aboard, Captain. Hi. Schön wieder da zu sein.
Okay. Verpflegung. Kommt die mit rein, die mit rein. Die mit rein, die mit rein. Ah, ich brauche auf jeden Fall einen Schrank für Sonstiges sozusagen. Ja gut, theoretisch kann ich jetzt ein paar Schränke noch bauen. Flutlichter, die neuen Teile. Nur leider das Schott nicht, obwohl das da war. Die großen Schränke, die brauchen das Quarz. Ich bleibe, glaube ich, erstmal bei den kleinen Schränken. Die großen Schränke erst, wenn es soweit ist, sozusagen. Ja, die bauen wir erstmal hier hin. Zack. Okay. 1, 2, 3, 4. Gut, da habe ich nämlich erstmal ein bisschen mehr Platz für allen möglichen Schund. Was habe ich denn hier jetzt eigentlich alles drin? Ja. Das da mal raus. Das alles raus. Den raus. Der Rest kann drin bleiben. Ich mach mal hier. Ja, sonstiges draus. Bautechnisch. Das werde ich mir merken auf jeden Fall. Hier machen wir mal Deko draus. Da kann dann nämlich schon mal die Poster erstmal rein. Zeichnung. Rasierset, Poster, Poster. Die schmeiße ich einfach mal rein als Deko. Schneeball ist natürlich cool.